Ja, jetzt sehen wir Alistair und auch das ist mit Unity gemacht. Und das Ganze ist ein Jump'n'Run, was in der 3D-Welt mal wieder spielt. Und auch das gibt es als freie Alpha-Version schon zum Download. Und um es zu finden, geht hier am besten auf rainerstylesets.de. Und da gibt es dann so eine Verzweigung zu den Games. Natürlich gibt es dann auch wieder die Links und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, hier sollte ich unbedingt dazu sagen, dass es noch ein paar Fehlerchen gibt, die aber auch alle behoben werden sollen. Mir sind allerdings keine schlimmen Sachen aufgefallen, außer so ein Absturz, der am Ende manchmal zuschlägt, wenn man das Spiel beendet. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, hier sieht man schon den Protagonisten. Und den kann man spielen. Und da machen wir mal ein neues Spiel. Ich habe nämlich schon mal ein kleines Testspiel gewagt. Ja, da ist er, der Alistair. Heißt er so? Ich glaube schon. Da kann er so ein bisschen rumlaufen und mit Oh, Leuten good day, sprechen. sir. Good day, sir. Der sagt mir erstmal, wie ich mich bewege. Gut, dass ich es geschafft habe, bis ihm hin, zu ihm hinzukommen. Das Ganze spielt sich nämlich nur mit Tastatur. Also drehen, links und rechts, vorwärts, zurück. Oder man kann auch ein Game-Bett benutzen. Was ich jetzt gerade mal mache. Was ich finde, aber nicht so. Ist nicht so genau wie mit der Tastatur. Dann gibt es irgendwie noch Treten und Schlagen. Hi, darling. Oh, good day, sir. Das ist hier der Fernkampfangriff und der Good day, sir. Nahkampfangriff. Also hier ist noch Springen. Good day, Wo genau sir. war denn nochmal der Nahkampfangriff? Genau da. Good day, sir. Ja, dann wichtig, ja, mit der Frau haben wir schon geredet. Und die Frau macht nämlich die Tür auf. Wenn man dann das nicht weiß, dann kommt einem das Spiel mir so blöde vor. Weil man dann nämlich nichts weiter machen kann. Und hier in diesem Irrkarten, der sich hinter der Tür befindet, da sind nämlich das eigentliche Spiel, in dem man dann hier so ein Portal betritt und dann die Sprungaufgaben erledigt, die dahinter sind. So, habe ich schon mal exzellent gescheitert. Oh, natürlich. So, neuer Versuch. Jump. Oh nein, schon wieder abgekracht an der Kante. Hey, da ist auch noch ein Buch. Gut, dass ich da runtergefallen bin. Sonst hätte ich das nicht gesehen. Aufgabe in dem Spiel, nämlich immer diese Bücher einzusammeln. So, jetzt aber. So, in dem Level nicht nur Bücher einsammeln, sondern gleichzeitig auch noch diesen spiky Kugeln auszuweichen. Haben wir schon gesehen, was passiert, wenn man das nicht macht. So, dann gibt es noch diese Jump-Pads. So. Dann gibt es hier solche Punkte, die man aktivieren kann. Wenn man stirbt, startet man wieder dort. Und dann gibt es ja noch diesen Knopf, mit dem kann man, glaube ich, diese Kugel da zurücktransportieren. So, bei der Kugel, die muss man nämlich ins Wasser schmeißen. Und dann das Buch da versuchen zu schnappen. Wenn man hier drückt, ist die Kugel wieder oben. So, bevor ich hier, nein, komplett sterbe, weil ich zu blöd bin, diese Kugel zu bedienen, versuche ich die mal weiter zu spielen. Man ist nämlich hier in sein Leben beschränkt. Das habe ich schon nur noch zwei, weil ich schon ein paar Mal gestorben bin.
Oh, Buch. Ein Buch, was ich nehmen kann, ohne mein Leben zu gefährden. So, wenn man nicht alle Bücher hat, kriegt man wahrscheinlich irgendwie Minuspunkte oder so. Was nicht so schlimm ist, wie alle seine Leben zu verschwenden. Auch ist interessant ist, dass man sich normalerweise mit links und rechts dreht. Wenn man aber im Sprung ist, kann man damit strafen. Also sich seitwärts bewegen. So, Save-Punkt aktivieren. Und Bücher sammeln. Wenn man sie ständig verfehlt, kriegt man natürlich keine. Ha. Ha, das habe ich auch. Nur auf diesen hohen Block da noch, oder wie? Eine meiner einfachsten Übungen. So, schnell noch dahin. Und jetzt? Ach, das bewegt sich auch. Noch im passenden Moment runtergesprungen. Oh, wenn man sich hier nicht mitbewegt. Nee. Oh. Ist die Ziege böse? Sie kommt auf jeden Fall mal auf mich zu. Nee. Ja. Von so einer Ziege lasse ich mich doch hier nicht veräppeln. So, damit hat man diesen Level quasi geschafft. Und, beziehungsweise habe ich ihn ja gar nicht geschafft. Ich habe ja ein Buch verpasst. Und, da sieht man jetzt auch 37 Bücher eingesammelt von, man weiß nicht genau wie viele. Also vielleicht habe ich sogar noch mehr verpasst. Und nun kann man hier in dem Irrgarten ein bisschen rumsuchen, was es noch so als Fälle gibt. Zum Beispiel das, Sumpfgebiet. Das sieht doch schon mal sehr gelungen aus. Oh, war da nicht eben noch ein Buch? Okay, das ist nicht nur gelungen vom Grafikstil. Das ist auch ganz schön fies. Dann kommt da noch so ein Fisch. Uiuiui. Oh, eine Spinne. Wie man sieht, wird das Ganze also etwas schwieriger, je weiter man in dem Labyrinth vorankommt. Ah, das Buch ist weg, das heißt auch diese Kugel da ist weg. Ja, Timing ist alles. Ist das? Ist das wieder ein Gegner? Oder gibt es hier auch freundliche Sachen in diesem Spiel? Man kann es ja leider nicht so einfach ausprobieren.
Aha. Oh, ich glaube, das war mein letztes Leben. Ja, jetzt bin ich tot. Aber der ist ziemlich gut drauf dafür, dass er tot ist. Kommt mir zumindest so vor. Ja, das ist im Prinzip das, Quatsch, das ist im Prinzip. Das ist das Prinzip des Spiels. Man kämpft sich durchs Labyrinth, versucht die Bücher zu sammeln. Und dabei möglichst wenig Leben zu verlieren. Ja, in den Credits steht jetzt hier nicht so viel. Außer, dass alles selber gemacht ist. Und dafür ist das doch schon ziemlich cool. Auch wenn es noch so ein früher Stadium angeblich sein soll. Wo sich nochmal alles ändern kann. Ich habe jetzt keine großartigen Fehler bemerkt. Natürlich kann man noch viele Sachen polischen. Aber eigentlich nichts Offensichtliches. So, da habt ihr das jetzt auch mal gesehen, wie das am Ende abstürzt. Das ist nämlich scheinbar der einzige wirkliche Fehler in dem Spiel. Ja, wie gesagt, gibt es in dem jetzigen Zustand schon runterzuladen. Oder abwarten, bis es irgendwann mal fertig ist. Ist euch freigestellt. Folgt dem Link oder folgt ihm auch nicht.